Hallo, Hallo. Leon. Also, zuallererst, hier sieht es hinten nicht so aus, weil ich meine Bücher verkauft habe. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, hier, oh Gott, sie verkauft ihre Bücher. Nein, ich habe schon angefangen. Nee, sie verschenkt die auch nicht. Leider nicht, nein. Ich ziehe ja demnächst um und deswegen muss ich langsam mal anfangen, meine schönen Schätzchen hier einzuräumen. Deswegen sieht es ein bisschen leer aus im Hintergrund. Sieht einfach weg und verlässt mich. Ja, leider. Na gut. Und zwar hat jemand gefragt, ob wir nicht mal unsere Lieblingsbücher von Nora Roberts zeigen können, weil sie die Autorin noch gar nicht kennt und auch gar keine Ahnung hat, mit was für ein Buch sie anfangen sollte. Und ja, da das eine unserer Lieblingsautorinnen ist, kommt uns das ja ganz gelegen. Deswegen zeigen wir euch jetzt mal so unsere Schätzchen. Wir werden euch die Bücher nur kurz vorstellen, eventuell noch kurz was zu sagen, Klappentext vorlesen, aber jetzt hier kein super duper riesen Video machen, weil das sonst zu lang wäre. Wir könnten so ein 24-Stunden-Video würden wir hinkriegen. Auf jeden Fall, für jeden Buch eine Stunde, also 10 Buch eine Stunde, dann hätten wir 60 Stunden Video. Aber mit den Lieblingsbüchern ist schon schwer, weil da welche zu finden und rauszusuchen, weil die irgendwie alle toll sind, ja, ist schon schwierig. Es gibt einige, die da toll sind. Vielleicht kurz zu Nora Roberts. Sie schreibt Romantic Suspense hauptsächlich. Ja, Liebesromane, alles, was so mit Spannung dann dabei zu tun hat. Es ist immer ein Pärchen in einem Buch und immer eine spannende Geschichte. Ne? Noch irgendwas, was man unbedingt wissen sollte? Um mal so ein bisschen die Vorurteile vielleicht abzubauen, dass Nora Roberts so eine Schnulzenautorin ist, finde ich überhaupt nicht. So totales Geschnulze mag ich nicht, aber so ein bisschen Liebe ist schon was Schönes. Klar, die finden sich immer relativ schnell, manche finden das halt unrealistisch, aber es gibt auch im wahren Leben, dass zwei sich finden und sofort wissen, die sind füreinander bestimmt. Also gibt es das auch in Büchern und sind einfach super schöne Liebesgeschichten und es ist immer was Spannendes mit dabei. Also auch die Leute, die halt keine Liebesromane lesen, das ist wirklich richtig spannend mit Mord und geheimnisvollen Dingen und so. Also sollte man wirklich mal einfach mal versuchen. Ja, ich zeige euch mal gerade, ich habe gesehen, hier ist ein Bild von ihr. Das ist die gute Frau. Könnt ihr euch mal etwas wenigstens unter der Frau vorstellen. Ja, wir fangen dann gleich an mit eins unserer wirklich absoluten liebsten Lieblingsbücher. Buch ist ja meins. Genau. Aber der weite Himmel? Der weite Himmel. Gibt es auch mit 1000 verschiedenen Covern mit so einem Cowboy-Hut vorne drauf, weil das passt irgendwie eigentlich nicht so mit dem Sonnenblumenfeld. Stimmt, ja. Stimmt. Ja. Es wurde auch verfilmt übrigens. Das ist so eine Familiensage. Ne? Es geht um drei Schwestern, die bis dahin noch gar nichts voneinander wussten, glaube ich, beziehungsweise Halbschwestern. Ja, die kennen sich nicht wirklich und müssen dann da zusammen leben. So, na, schwierig. Naja, jedenfalls, drei Schwestern, die kommen zusammen, weil der gemeinsame Vater halt verstorben ist und eine große Farm in Montana hat. Schon mal allein die Landschaftsbeschreibungen sind total schön und diese drei Schwestern sollen nun ein Jahr lang auf dieser Farm zusammen leben, um halt nach diesem einen Jahr ihr Erbe antreten zu können. Ja. Weil erst wenn sie ein Jahr lang zusammen dort gelebt haben und keine von den dreien aufgegeben hat, bekommen sie ihr Erbe. So. Genau. Darum geht es als Anfang, als Rahmenhandlung. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Auf jeden Fall, ich habe es nur so verschlungen. Also es, eigentlich im Prinzip könnte man sagen Lady-Thriller. Fast, ja, ne? Mit Liebesgeschichten. Ja. Also die drei Mädels, Morde. Die lernen natürlich auch Männer kennen. Sehr interessante Männer. Und auch die drei Frauen. Ich finde es so toll. Die sind alle drei total unterschiedlich. Ja, total. Wirklich total unterschiedlich. Und aber macht einfach Spaß zu lesen. Also meiner Kollegin habe ich es jetzt geschenkt gehabt zum Geburtstag im Februar. Sie liest es aktuell jetzt. Und meine Kollegin liest nie in der Mittagspause. Und jetzt liest sie in der Mittagspause. Also Nora Roberts, der weite Himmel. Ist so als Einstieg, finde ich, immer ideal. Wenn jemand Nora Roberts noch nicht kennt, lest ihr den weiten Himmel. Und wenn euch das gefällt, dann gefallen euch auch eigentlich alle anderen schon, Bücher von ihr, denke ich mal. Das ist wirklich klasse. Jemand, der die Serie MacLeods Töchter kennt, MacLeods Töchter kommt schon nah an dieses Buch an. Also wenn ihr die Serie mögt. Also vom Feeling her, dieses Landwirtschaftliche mit den Rindern und so. Ja, also das, falls ihr die Serie mögt, dann wird Der weite Himmel auf jeden Fall was für euch sein. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Also das war auch mein erstes. Ich habe als erstes eine Reihe gelesen, aber dann habe ich das gelesen und ab da war es total passiert. Also ab da musste ich ganz, ganz viel Nora Roberts haben und habe meinen Sub erstmal aufgebaut.
Und wirklich spannend. Man will bis zum Ende endlich wissen, wer ist der Killer von diesen Personen und Tieren und was nicht alles. Das ist wirklich richtig, richtig spannend. Also als erstes der weite Himmel. Genau. Ja, also eben, da wäre gerade bei den ersten Sinn. Wir haben hier so alles so aufgebaut, deswegen gucken wir hier die ganze Zeit, weil der Tisch ist voll. Ja, Wir wollten euch gerade so rüber gucken. Ein bisschen zeigen. Aber soll ich euch das mal zeigen? Da. Hier. Alles voll. Da steht alles voll. meinen ersten waren, nachdem Janine mir erzählt hat, du musst sie lesen, waren die Donovans. Die gibt es im Mira Verlag auch. Ich habe sie damals aus dem Club Verlag, habe ich bei eBay. Die sind aber schöne Ausgaben. Und ich habe die direkt alle hintereinander. Es sind 4 Geschichten. Die haben wir auch gleichzeitig gelesen, ne? Irgendwas war da, ja. Damals kannten wir uns noch nicht persönlich. Und da haben wir nur über so ein Bücherforum zusammen so eine Art Leserunde gemacht und haben sie, glaube ich, zusammen gelesen und uns darüber auch dann unterhalten und so. Also es ist mit einer Hexe was. Und so ein bisschen magisch, mit Zauberei und Hexerei. Ja, genau. Zauber. Viel Romantik und. Bisschen Familie auch, ne? Ja, genau. Also es geht in den 4 Teilen immer um die gleiche Familie, also immer um ein anderes Familienmitglied. Ich gucke da mal zwischendurch. Die sprechenden Bücher. Und ich fand die sehr toll, weil das halt sind kurze Geschichten quasi, sind irgendwie nur 300 Seiten pro Geschichte. Aber wirklich ganz tolle Geschichten. Die machen wirklich Spaß. Das ist nämlich diese eine Geschichte im 4. Teil, wo der sich da in den Wolf verwandeln kann oder irgendwas. Genau. So ein bisschen schon, so ein bisschen Gestaltwandler. Der einsame Wolf, ja genau, das ist mit dem Kidnapping da. Also die sind auch ganz toll. Nur mal so die Donovan-Saga. Die kommen nicht klar hier mit den Seiten. Ich auch heute nicht. Nee. Ja, also die Donovans sind halt schöne Kurzgeschichten. Auch zum Einstieg so eine kleine Reihe einfach mal versuchen. Genau. Erstmal Platz finden. So, was haben wir denn hier noch? Gibst du vielleicht mal die, weil wir gerade bei so Familien und Serien sind? Ja, passt ja zur Familiensage. Das hier geht um die Quinn-Brüder. Es sind 4 Teile. Ich verstecke mich hinter dem Buch. Es sind 4 Teile. Teil 1 ist Tief im Herzen ist Teil 1. Okay. Na, ja, genau, Tief im Herzen. Dann kommt Gezeiten der Liebe. Dann kommt Hafen der Träume. Und dann kommt Ufer der Hoffnung. Ist die sehen toll eine aus, oder? Familiensage. Ist etwas ruhiger gehalten, finde ich, im Gegensatz zu den anderen Büchern, ist aber trotzdem spannend. Es geht um 4 Brüder, 3 Brüder, die, die haben dann ein... einer ist adoptiert, ne? Genau. Pflegekind aufgenommen. also da, um das Pflegekind geht es im 4. Teil. Und der Vater spielt eine ganz große Rolle, weil er... für die Jungs was ganz Besonderes war und jeder erlebt so seine Geschichte. Es ist einmal der Draufgänger in dem ersten Teil, dann der etwas ruhigere Bruder, dann der sehr gelehrte Bruder. Also es sind so... Eigentlich sind die toll. Und ich fand die immer doof. Ja, Janine fand die nicht so toll. Ich habe den 4. Teil auch noch nie gelesen, weil bei der Reihe, bei den Quinn-Brüdern muss man dazu sagen, die sind nicht spannend. Ist eine schöne Familiensaga, es ist schön erzählt, es ist eine Liebesgeschichte, aber... Fesselnd fand ich so richtig spannend. Wird keiner ermordet, glaube ich. Nee, oder? Ich glaube nicht. Also so wirklich irgendwie, wenn man so auf einem Romantik-Suspense-Trip war von Nora Roberts und dann die gelesen hat, dann war es eben einfach, ich war auf was anderes eingestellt. Deswegen haben die mir, aber eigentlich sind es schöne Geschichten. Ja. Also ich muss den 4. auch mal irgendwann nochmal lesen. Das sind auf jeden Fall schon. Oder nochmal alle von vorne. Auch die Natur drumherum, die Landschaft, wie das erklärt wird. Stimmt, die leben an der Küste irgendwie am Meer. Ja, das ist schön, total toll, ja. Ja, dann mach doch mal mit, was von dir da weiter, was du da bei dir rumliegen hast. Also bei mir ist so, ich habe halt unheimlich viele Lieblingsbücher von Nora Roberts. Ich habe nicht ganz so viel gelesen von ihr. Mitten in der Nacht ist ein Einzelroman, auch Romantic Suspense, den es auch als Film gibt. Ja, genau. Das ist der Film ist auch relativ gelungen, also der ist schön. Es spielt in New Orleans. Ich als alter New Orleans-Fan natürlich total begeistert von diesen großen, diese Plantagenhäuser, so wie man sie vorne jetzt auch drauf sieht, mit den Säulen und so. Es braucht nur so ein Cover sehen, dann möchte ich das Buch schon haben. Es geht hier um eine Geistergeschichte
um eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ein junger Mann zieht halt in so ein altes Anwesen ein und in dem Anwesen spukt es. Er hat immer wieder Visionen und ihm erscheint eine junge Frau und ja, das beeinflusst halt sein ganzes Leben. Er ist dort, wie gesagt, neu zugezogen, lernt dann natürlich auch eine hübsche junge Frau kennen, Angelina Simone. Ich finde diesen Namen so toll, auch in dem Film. Die Schauspieler sind so passend. Ja, das stimmt. Die sind so süß zusammen. Also, ha, ja, schwärmen. Also, das ist wirklich, oh, ich habe so, ich weiß nicht, an einem Tag habe ich das, glaube ich, mal gelesen oder an zwei Tagen, also zwei Tage hintereinander weg. Fand es so spannend. Ich war so froh, dass der Film rauskam, aber der Film kommt an die Spannung vom Buch nicht ran. Also das ist total toll. Wer also so Südstaaten-Geschichten mag mit Liebe, Magie und Geistern, der sollte unbedingt Mitten in der Nacht von Nora Roberts lesen. So ein tolles Buch. Ist auf jeden Fall ein Buch, was ich auch noch öfter von ihr lesen werde, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Ja, so kurz dazu. Ja, also ich hätte noch viel. Ich weiß nicht, willst du erstmal? Genau, mach mal das. Das ist toll. Im Licht des Vergessens? Oh, ich kann mich noch total, ich habe das gerade total im Kopf. Ich habe das gelesen im April, kurz nach meinem Geburtstag. Es war eine Bullenhitze draußen. Und ich du saß im Garten Sommer und hast mir SMS geschrieben, wie toll das Buch ist. Ich habe eine Decke auf den Rasen gelegt und lag im Garten in der Sonne und habe gelesen. Ich kann mich da total noch dran erinnern. Soll ich euch mal den Klappentext vorlesen? Da steht erstmal eiskalte Spannung, fesselnde Leidenschaft. Phoebe McNamara kennt die Gefahr. Geiselnehmer, Amokläufer, kein Problem für die beim FBI ausgebildete Expertin für Ausnahmezustände. Aber erste Liebe zu Duncan hat sie unverwundbar gemacht. Glaubt sie, bis sie von einem Unbekannten brutal überfallen wird. Fortan muss sie um ihr Leben fürchten. Es ist wirklich spannend. Es ist mit, sie versucht halt, Geiselnehmer dazu zu überreden, dass sie doch lieber die Geiseln freilassen. Also, ja, wie nennt sich denn sowas da? Irgend so ein Schlichtungskommando beim FBI? Genau. Es ist total spannend. Es ist wirklich, also was da alles passiert. Wirklich spannend. Ich glaube, du hast mir das dann geschenkt, ne? Mhm. Sie hat im April Geburtstag, ich habe im Juni Geburtstag. Ich glaube, sie hat es mir dann im Juni zum Geburtstag auch geschenkt. Ich habe dir die Clubausgabe geschenkt, ne? Genau, ja, stimmt. Ich habe die Clubausgabe. Und ich habe nur gelesen und gelesen. Das ist wirklich so spannend. Toll. Das ist schon eigentlich, da tritt die Liebesgeschichte schon fast im Hintergrund, weil es so spannend ist. Auch sie, ihre Vergangenheit ist total krass und sie lebt mit ihrer Mutter und ihrer Tochter in einem Haus und noch einer anderen, ne? Du wohnst noch irgendwie eine Oma? Nee, ihre Mutter, die diese Agoraphobie hat, die traut sich nicht aus dem Haus raus, sie lebt also nur drin, ist auch sehr interessant. Ja. Man hat halt immer so die Charaktere bei Nora Roberts, da sind immer dann so Nebencharaktere, die haben immer irgendwas besonders Liebevolles oder die ist halt krank und dann erfährt man so ein bisschen über diese Krankheit einfach. Man lernt also auch noch ein bisschen was dazu. Die kümmert sich halt um ihre Tochter, also um ihre Enkelin. Ja. Um ihre Enkelin. Aber da wohnt noch irgendwer in dem Haus. Nee. Doch, da ist noch irgendeine. Sowas wie so ein, die auf, immer aufpasst und so. Ein Kindermädchen oder so? Irgendwie sowas war das. Ich komme da gerade nicht drauf. Aber irgendwie war da noch eine Frau. Ich glaube, die beste Freundin, die kommt immer zum Aufpassen, ne? Diese Freundin von der Mutter oder so. Auf jeden Fall auch eine ältere Dame, die auch sehr interessant, ein sehr interessanter Charakter ist. Ich hab's halt nicht mehr am Reden. Hauptsache, also, ihr wisst, was wir meinen. Auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr spannend. Gibt's mittlerweile auch als Taschenbuch. Ja, und als Film. Als Film auch, stimmt, genau. Habe ich, glaube ich, einmal gesehen, nie wieder. Ja, stimmt, das gibt es als Film, ja. Mit dem Juwelier hinterher und so. Ja, ja. Müssen wir mal gucken. Das Buch war anscheinend besser. So, dann möchte ich auch noch ein, gerade jetzt zum Sommer hin, erstmal, das sieht ganz toll aus, hoch, Schwanke, hier stelle ich es weg. Der Ruf der Wellen von Nora Roberts ist ein Romantik-Suspense wieder mal. Es geht um... Ich lese mal den Klappentext vor, der beschreibt eigentlich alles, worum es geht. Auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz. Ein gemeinsamer Traum bringt den Taucher Matthew Lasseter und die junge Meeresarchäologie-Studentin, langes Wort, Tate Beaumont zusammen. Unter den blauen Wellen der Karibik wollen sie in einem spanischen Wrack ein geheimnisvolles Amulett finden, dem magische Kräfte zugesprochen werden. Doch da zerstört ein schrecklicher Unfall ihre aufkeimende Liebe. Jahre später begegnen sie sich wieder. So, und das Buch setzt also da an, wo die beiden sich wieder treffen.
Und es geht auch eigentlich relativ schnell, dass sie wieder zusammen auf einem Schiff arbeiten. Und ich fand das total spannend. Also wer selber taucht, für den ist es auf jeden Fall was, weil man diese, also man hat das Gefühl, man ist unter Wasser dabei und die suchen da dieses Schiff, also ein Wrack, ein bestimmtes Wrack suchen sie. Und dann haben die da hier so eine komische Schläuche, die alles absaugen vom Meeresboden, um halt alles freizulegen. Und das wird ganz genau beschrieben. Das ist total spannend, weil sowas kennt man ja eigentlich aus dem normalen Leben nicht. Also ich wusste nicht, wie sowas funktioniert, so eine Wracksuche. Und ja, abends, wenn dann Feierabend ist und die Sonne untergeht, dann sitzen sie halt auf dem Boot und dann verlieben sie sich wieder ineinander. Und das ist irgendwie, das ist so eine... Ja, Liebesgeschichte mit Vergangenheit mag ich sowieso gerne, wenn sich welche wieder begegnen, die eigentlich getrennt waren und dachten, jeder geht so seiner Wege. Ist eine total spannende Geschichte, bei denen kommen natürlich auch andere Schatzjäger bzw. Schatzräuber ins Gehege und dann kämpfen die so ein bisschen gegeneinander und so. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Also und toll und für den Sommer mit dem Meer und... Vielleicht habt ihr ja mal Lust, irgendwie so ein paar Leute in der Leserunde zu machen. Ich kenne das nämlich auch noch nicht. Können wir das zusammen machen? Ich bin nicht angezogen, so richtig. Ja. Ich ziehe mich schon aus. Also ich gehe jetzt schwimmen nach dem Buch. Nee, ist wirklich toll. Es ist ein schönes, schönes Sommerbuch, weil man hat so dieses Feeling von der Sonne und dem Meer. Und passt zum Sommer. Probieren. Also wer jetzt im Sommer noch nichts vorhat, der kann das Buch ja lesen und uns dann schreiben, wie es ihm gefallen hat. Auf jeden Fall, weil ich kenne das auch noch nicht und ich wäre gespannt, interessiert. Ist egal, mit dem Reden habe ich es halt nicht. Beides. Mich würde interessieren, wie es euch gefallen hat. So. Genau. Jo, dann mach du mal wieder eins. Ja, was machen wir denn? Verschlungene oder das? Nee, verschlungene Wege erst. Verschlungene Wege. Ich glaube, das war sogar auch eins meiner, ist auch verfilmt und es war auch eins meiner ersten von ihr sogar. Das haben wir in der Leserunde im Sicherheitslab gelesen. Genau. Es ist ganz toll. Spannung pur und leidenschaftliche Liebe. Rhys Gilmore ist auf der Flucht vor der Erinnerung und vor sich selbst. Aber je länger sie unterwegs ist, desto größer wird ihre Angst, niemals vergessen zu können. Als sie sich endlich in einem Dorf in Wyoming dem einfühlsamen Schriftsteller Brody anvertraut, glaubt sie, zur Ruhe zu kommen. Doch die Vergangenheit holt sie schon bald wieder ein. Also es ist total interessant, weil sie diese Ängste hat, weil sie eine ganz schlimme Vergangenheit hat. Sie hat was ganz, ganz Schlimmes erlebt und dann kommt sie in dieses kleine Dorf. Niemand kennt sie da und trotzdem holt ihre Vergangenheit sie immer wieder ein. Und dann passieren ganz schlimme Sachen und es ist total spannend, einfach auch mitzuverfolgen, wie es ihr geht dabei. Und es ist... Ja, auch ihre Ängste so mitzuverfolgen, weil sie so viel Schlimmes erlebt hat. Und ja, man erfährt auch nach und nach erst davon, was genau... Ist auch im Film so cool gemacht, ne? wie vorsichtig sie ist, wenn sie aus dem Haus geht, ja, dann klebt sie einen Klebestreifen über die Tür, um zu gucken, ob irgendwer eingebrochen ist und lauter so Sachen einfach mal zu sehen. Also sie hat richtige Angst, dass ihre Vergangenheit sie halt wieder einholt, weil sie wirklich was Krasses erlebt hat und das aber, dieses, was sie damals erlebt hat, das erfährt man erst nach und nach, weil sie sich auch nicht öffnen will und niemandem davon erzählen will. Also auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Buch. Gibt es auch seit kurzem, ist schon etwas länger, als Taschenbuch. Ja, genau. Also ihr müsst euch nicht hier die ganzen Schwarten kaufen, wenn ihr Taschenbücher lila lest. Ich hab's mit dem Reden heute auch nicht. Dann gibt es das eigentlich fast alles schon als Taschenbuch, was wir jetzt hier so vorstellen, was auch gebunden ist. Ich würde euch gerne zwei zeigen. Die kann man ruhig zusammen zeigen. Die gehören nicht zusammen. Das sind zwei Einzelromane. Und zwar ist es einmal Rückkehr nach Rivers End und Nächtliches Schweigen. Kenne ich Nächtliches Schweigen schon? Ich habe gerade überlegt. Weiß ich nicht. Kenne. Auf jeden Fall haben diese beiden Bücher eine Gemeinsamkeit. Die sind unglaublich spannend, Punkt 1. Und bei beiden Büchern gibt es eine Hauptprotagonistin. Also es sind meistens die Frauen die Hauptprotagonisten und lernen dann halt die Männer so kennen. Und bei beiden Büchern ist es so, dass man die schon als Kinder kennenlernt. Bei dem hier, da ist sie, glaube ich, 3 Jahre alt oder so. Und dann verfolgt man so das ganze Leben von denen mit. Sprich, man lernt die als Kinder kennen, als junge Erwachsene und dann meistens im dritten Schritt in der Jetztzeit als Erwachsene. Und dadurch hat man das Gefühl, man kennt diese Protagonisten. Irgendwie ist man dann bei Seite 100 angekommen, man fiebert schon so mit und man ist so drin in der Geschichte, weil man kennt kleine Emma und man will, dass Emma gut geht. Und
dass Emma Glück hat. Und Emma hat nicht immer Glück. Man erlebt wirklich alles mit und dann macht die jetzt halt nochmal einen Sprung und wieder weiter. Und das ist total toll geschrieben. Das ist ein bisschen, wie auch das Cover schon zeigt, so ein bisschen mit Natur und so. Es geht da um so ein, wie nennt sich denn das? So ein Reservat, wo die Leute hinfahren können und da können die so eine Art Abenteuerurlaub mit Wandern und so machen und die Protagonistin, die macht halt diese Touren, diese Bergtour ist es nicht, Wald, ist eher ein Wald, so wie hier auf dem Bild auch zu sehen ist. Und da passieren natürlich auch gruselige Dinge. Und bei ihr ist es auch so, Livy heißt sie, dass man sie von Kind an kennt und einfach mitverfolgen kann ihr ganzes Leben. Und deswegen wachsen die einem so ans Herz. Also die beiden Bücher sind wirklich toll. Die gleichen sich. Wer das eine mag, wird das andere mögen. Einfach deswegen zusammen als Tipp. Ja. Kurz und bündig. Ja. Die machen wir erst die, ne? Ja, das ist so toll. Oh, ist das toll, das Buch. Das ist so toll. Und zwar, wie heißt sie denn? Scylla, genau. Scylla kauft ein Haus, um es zu renovieren und um es weiter zu verkaufen. Ja, ihr Nachbar, der gegenüber wohnt, ist ein ganz netter, toller, super toller Kerl. Der hat einen tollen Hund, ne? Der leider im Film nicht vorkommt. Der Hund ist so toll. Der schreibt, der macht doch Comics. Zeichnet Comics, ja. Oder illustriert Comics, weil genau. Schreiben tut er ja dann, na klar, die Dialoge ja auch noch. Ja, sie hat, was ist das mit den Briefen, ne? Also irgendjemand hat es auf jeden Fall später auf sie abgesehen und sie weiß überhaupt nicht, was los ist und muss immer wieder einer Gefahr aus dem Weg gehen und flüchten. Dann kommt noch ihr bester Freund ins Spiel und besucht sie. Und ich finde auch total toll an dem Buch, weil es ja um dieses Haus geht. Dieses Haus hat natürlich auch eine Vergangenheit, das gehört ja ihrer Mutter oder Großmutter oder beiden. Das wird von Familie immer weiter mitvererbt, das Haus. Und sie hat dann auch so Visionen in die Vergangenheit, ja, was ja, da so passiert ist. Ja, dass sie Liebesbriefe von ihrer Großmutter findet. Und diese Renovierung von dem Haus, ich fand das irgendwie, das also ich kann Hausrenovierung so interessant beschrieben werden. Wurde auch verfilmt, haben wir das schon gesagt, dass es verfilmt wurde? Es wurde auch verfilmt. Mit Brittany Murphy, die gibt es ja leider nicht mehr. Die Gute ist ja leider von uns gegangen. Das war so einer der letzten Filme, die sie gemacht hat. Stimmt. Für die Filmfreaks unter euch. Hat sie auch gut gespielt. Sie passt zwar nicht so in meine Beschreibung von Scylla, weil Scylla bei mir eine richtige Blondine ist mit so weizenblonden langen Haaren und im Film, naja, das passt halt irgendwie nicht so ganz. Ja, und für mich ist Scylla eine große Frau, eine sportliche, selbstbewusste Frau und Brittany Murphy ist ja eher so eine kleine, zarte, niedliche und könnte ein bisschen tougher sein. Das passt da nicht so ganz. Aber ansonsten, wie gesagt, in dem Buch ist total toll beschrieben, die Renovierung von dem Haus, wie das alles so vorangeht, wie sich alles entwickelt, dann wie sie bedroht wird. Man macht ihr vieles kaputt, sie pflanzt irgendwelche Bäumchen und irgendwer reißt sie über Nacht raus und die wird richtig schikaniert, die Arme. Sie macht sich Gedanken, warum überhaupt und das Ganze hat viel mit der Vergangenheit von ihrer Großmutter zu tun und sie will dieses alte Geheimnis aufdecken und will rausfinden, was es damit auf sich hat. Es ist total klasse, also dieses Geheimnis schon, das kommt so, das ist diese Geschichte in der Geschichte, die so spannend ist, das ist total genial, das ist total klasse, also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Das war mein Handy, mal wieder. Wir haben eine Nachricht erhalten. Ja, dann machen wir mal das, auch eine gebundene Ausgabe, das ist so auch eins der neueren, müsste jetzt aber auch schon als Taschenbuch erschienen sein. Ja. Lockruf der Gefahr, wie man sehen kann. Das ist auch toll. Ich lese auch noch mal kurz vor, weil das ganz gut beschreibt immer einfach, worum es in dem Buch geht, weil wir reden hier sonst 100 Stunden. So, Überschrift steht hier, gefährliche Wildnis, leidenschaftliche Liebe. Die engagierte Tierärztin Lillian führt auf ihrer Wildtierfarm in South Dakota ein erfülltes, aber auch abgeschiedenes Leben. Dass sie in Gefahr ist, merkt Lil erst, als es schon fast zu spät ist. Ein Unbekannter lässt ihre Raubtiere frei und scheint auch nicht vom Mord zurückzuschrecken. In letzter Minute nimmt Lil die Hilfe ihrer Jugendliebe Cooper an. Doch wird er das Schlimmste verhindern können? Wer weiß. Also total toll. Wer auf Tiere steht, so wie wir, und so Geschichten mag, wo es um Tierpflege geht oder Arbeit mit Tieren, der wird erstmal sowieso schon mal begeistert sein. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier wieder diese Liebesgeschichte, was ich so gerne mag, die alte Liebe von früher. Und bei dem Buch ist auch das Schöne, man erlebt ja die Vergangenheit von denen als Kinder und Jugendliche mit, also als Kinder, wie sie sich kennenlernen.
wie sie sich das erste Mal begegnen und als Jugendliche dann, wie sie dann, ja, wie aus Freundschaft Liebe wird, wie sie zusammenkommen, warum sie sich trennen. Und dann geht es halt in der Jetztzeit wieder weiter. Und ja, mit den beiden und mit den schlimmen Sachen, die da passieren, mit den Raubtieren. Ja, das ja, ist ich total fand halt spannend die Natur gewesen. So geil. Also es war ja schon, also die leben da quasi im Nichts. Es ist nichts weit und breit, man muss zur nächsten Stadt voll weit fahren. Und mitten da im auf den Bergen, im Wald, mitten im Nichts. So eine Art, wie so eine Art Dschungel, so eine Wildtierfarm. Also es ist nicht so dschungelmäßig feucht und grün, aber so man dieses Naturschutzgebiet, was die da haben, das muss irgendwie toll sein. Das ist total toll. Und sie engagiert sich so für die Tiere und will sie beschützen und geht wirklich sehr, sehr weit, um diese Tiere zu beschützen. Das fand ich total klasse. Also das hat mir richtig gut gefallen mit den Tieren. Ja, das war schon schön. Das Bild kommt auch nah ran. Ne? Ich finde auch schön. Diese, das ist wie bei Der weite Himmel oder egal bei welchem Buch, wenn, ja, Der weite Himmel ist ein passendes Beispiel, auch hier River's End ist ein passendes Beispiel, genauso wie dieses jetzt. Diese Landschaftsbeschreibungen sind bei ihr so authentisch, dass man das Gefühl hat, man sieht es vor Augen. Ja, als wenn man wirklich selber da ist, kommt einem das vor. Total. Also ich sehe das immer, wie Bilder an mir vorbeiziehen, wenn ich ihre Bücher lese, weil das ist so gut beschrieben. Ja, das ist wirklich toll. Jo. So. total der tolle Übergang. Jo, so, ey. Wir wollen ja hier nicht, aber jetzt kommt eine Trilogie, die wir beide sehr, sehr toll fanden. So. Sehr düster, mit Dämonen und so einem Kram. Genau. Ja, der erste Teil ist Abendstern. das glänzt so schön. Ja, der ist toll, der Cover. Und der zweite ist dann Nachtflamme. Nee, wieder hier in die Mitte halten. Leute, was ist mit den Seiten hier? Der dritte ist Morgenlied. Es geht um drei Freunde, die Brutsbrüder. Brutsbrüder. Brutbrüderschaft. Ja, ich erzähl mal weiter. Blutsbrüderschaft. Ja, genau. Blutsbrüderschaft schließen und damit einen Dämon freisetzen, der von da an alle sieben Jahre zurückkehrt und dieses Dorf in Atem hält. Hawkins Hollow heißt das Dorf. Ja, klingt schon total toll. Nee, ich habe es gerade letzten Monat gelesen. Teil 1 und Teil 2, Teil 3 noch nicht, weil ich so viele Bücher zu lesen hatte, die stapeln sich bei mir, kommen gar nicht nach. Und bei so Trilogien hebe ich mir eigentlich immer den zweiten und den dritten Teil ein bisschen länger auf und lese die eigentlich nicht so alle drei hintereinander. Aber Abendstern war so spannend. Ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das dass Nora Roberts Buch uns beiden, die wir hier Thriller und was weiß ich alles lesen, Horror, dass wir davon Albträume hatten, beziehungsweise ich habe mich nachts nicht aufs Klo getraut. Da ist so ein kleiner Dämon. Eigentlich sehr. Und ich hatte Angst, der steht bei mir im Flur, der Dämon, und funkelt mich mit seinen roten Augen an im dunklen das Schatten. Das ist Wahnsinn, also wirklich. Ich habe da auch manchmal gesessen, wenn Licht aus war und dachte, Hilfe. Ich hab dann verzichtet. Ich bin am nächsten Morgen erst gegangen. War wirklich spannend, man konnte gar nicht aufhören zu lesen. Der zweite Teil ist nicht ganz so gruselig wie der erste, aber natürlich merkt man, dass der Dämon immer stärker wird und dass sie sich so langsam was einfallen lassen müssen, weil mit den 7 Jahren, das haut alles nicht mehr so hin, es ist noch gar nicht so weit und der ist schon so präsent und macht so viel Müll und Mist und die haben Visionen und denken, da stürzt vor ihnen die Stadt ein und lauter so eine Sachen. Also wirklich richtig krass gemacht, wirklich gut. Ja. Den dritten Teil habe ich ja nur noch nicht gelesen. Der dritte Teil, also ich fand den auch richtig gut, weil da geht es dann darum, wie können wir diesen Dämon jetzt besiegen? Wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt was tun. Und die Charaktere aus dem dritten Teil haben mir auch total gut gefallen. Also ich freue mich auch schon richtig auf den dritten Teil. Richtig gut, das war auch richtig spannend. Es ist auch düster dadurch, dass sie halt diesen Dämon versuchen zu besiegen und der Dämon ist immer stärker geworden und wird immer stärker. Und die Charaktere sind total klasse. Die beiden Charaktere fand ich total toll. Ich fand die alle irgendwie total toll. Ja, die haben... Die im ersten Band, die waren total süß, so...
Schwupps, wir sind verliebt, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie damit leben, so haben wir gar nicht mit gerechnet und fügen sich aber total. Und die im zweiten, die sind so wie ein bisschen wie Katz und Maus noch, ne? Die wollen irgendwie nicht so richtig, aber dann, oh, die haben so eine schöne Beziehung, die sind irgendwie toll. Ja. Und im dritten, die zwei, die sind eigentlich, man, was sollen wir mit Liebe, wenn wir auch Sex haben können, mein Gott. Ja, auf die beiden freue ich mich auch schon, richtig. Mensch, was verliebt sich denn? Das macht man doch nicht. Er so ein cooler Proll und sie so eine coole, taffe Frau. Ja, deswegen, und knallen beide total aufeinander. Das ist auch richtig cool. Also die können wir euch auch nur ans Herz legen, die drei Bücher. Ach, siehst du, guck mal, das haben wir noch vergessen. Schon, stimmt. Die sind aber schon sehr düster, die drei. Aber also, schön düster, ja, so. Total genial, total geil. Ja. Macht einfach Spaß. Na gut, machen wir mal weiter. Ja, wir haben das vergessen, das wollten wir auch noch zeigen. Und zwar sind sehr viele Bücher von Nora Roberts im Mira Verlag erschienen. Das sind immer die, wo die Cover alle so schön gleichmäßig aussehen und die oben dieses New York Times Bestseller-Autoren-Siegel da haben. Ja. Zwei Romane für nur 6,95 €, für alle, die den Preis wissen wollen. Deswegen haben wir jetzt mal stellvertretend für alle Mira-Bücher das hier mitgebracht, Choreografie der Liebe. Man sieht schon am Cover, das geht um... Man geht ums Ballett. Ich mag Ballettgeschichten total gerne. Also wer Tanzgeschichten mag, das ist wirklich ein Mira-Buch. Ja, was, man muss vielleicht erstmal dazu sagen, dass die Mira-Bücher nicht ganz so spannend sind. Das sind meistens die eher so die Liebesgeschichten oder die, die wirklich nur so ein bisschen Spannung haben. Die total spannenden mit Mord und so sind bei Mira meistens nicht dabei. Ja. Und hier, das war wirklich richtig spannend und auch schön beschrieben mit dem Winter, mit dem Schnee und so. Man konnte richtig mitfiebern, mitfühlen. Und wie gesagt, durch diese Tanzsache gefällt mir das halt sehr, sehr gut. Ist ein schönes Mira-Buch. Was auch schön ist, wer Irland mag, Nora Roberts schreibt sehr viele Irland-Romane. Da gibt es auch von Mira eins, das heißt Irische Herzen. Da sind drei Romane drin. Die sind auch sehr empfehlenswert. Überhaupt so. Die hat so Trilogien geschrieben, Irland-Trilogien, diese Gallagher-Pub-Trilogie. Da geht es um drei Geschwister, die einen Familienpub leiten. Und ja, es gibt so viele schöne Trilogien. Also wir könnten jetzt hier noch 5 Stunden weitererzählen, aber ich glaube, irgendwann... Irgendwann ist mal Schluss. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zum letzten. Zu dem neuesten von ihr, was wir auch noch nicht gelesen haben. Ist das neueste. Ich halte kannst du da draufstellen. So. Das ist das neueste von ihr. Ist Hardcover beim Blind Violet Verlag erschienen. Hallo. Das haben wir auch noch nicht gelesen, werden wir aber bestimmt demnächst tun. Möchte mal den Klappentext vorlesen, damit man mal weiß, worum es geht. Ich bin dann mal weg. So, also. Fiona Bristow lebt als Hundetrainerin auf Orcas Island. Keiner weiß, dass die idyllische Insel ihr Fluch zu... Auf welcher Welle lesen kann, ist klar ein Vorteil. Dass die Insel... Nein, also nochmal. Keiner weiß, dass die idyllische Insel ihr Zufluchtsort ist, um einen Albtraum zu vergessen. Sie ist die einzige Überlebende eines Serienkillers, der junge Frauen mit einem roten Schal erwürgte und auch Fionas Verlobten ermordete. Mit Fionas Ruhe ist es vorbei, als der knurrige, aber liebenswerte Künstler Simon mit seinem Welpen Jaws in ihr Leben stolpert und als Wiedererwarten die Vergangenheit in ihr Leben einbricht. Denn Fionas Verfolger sitzt zwar im Gefängnis, aber eines ist klar. Er hat einen Schüler, der sich vorgenommen hat, den roten Schal um den Hals derjenigen Frauen zu schlingen, die damals entkommen ist. Derjenigen Frau, nicht Frauen. Ja, klingt spannend. Möchte ich gleich anfangen zu lesen. Ich freue mich auch schon drauf. Werden das auch bestimmt bald mal rezensieren dann. Ja. Können wir ja wieder zusammen lesen. Ja. Und dann macht wieder einer die schriftliche Rezension und einer macht die... Da macht die Videorezension. Wir wissen also noch nicht, worum es geht, aber das Cover sieht schon so toll aus. Ja, auf jeden Fall. Mal hier dieser, nee, da. Der Schatten. Ja. Und hinten auch dieses Pink, dieses düstere, ja, graue, der Wald hier und diese pinkfarbenen Gräser. Sind das keine Blätter, Gräser? Das sieht schon so toll aus. Ja, geheimnisvoll. Wann ist es erschienen? Jetzt vor 2 Monaten oder so? Ja, guck mal. Sowas. Ja, 2010 steht hier. Originalausgabe 2010. Die deutsche Ausgabe 2010. Steht hier. Das stimmt doch ja nicht. So lange gibt es das noch ja nicht. Ich glaube im April oder so. Ja, April, bin ich auch Mai.
glaube ich, ist es rausgekommen. April, ich habe es zum Geburtstag bekommen. Im April. Ja. Also kurz vor meinem Geburtstag. Ja, im April. Na gut, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen von Nora Roberts überzeugen und ihr habt vielleicht irgendwas gefunden, was ihr jetzt unbedingt lesen müsst. Ich hoffe es. Ich hoffe, wir konnten euch infizieren. Ja, mindestens. Eine wirklich tolle Autorin. Wenn ihr was gelesen habt, könnt ihr auch mal gerne berichten. Ja. Wie es euch gefallen hat, würde uns interessieren. Genau. Und oder diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, vielleicht war jetzt irgendwas dabei, was euch interessiert, dann lest mal unbedingt ein Buch davon. Wenn ihr noch Fragen habt irgendwie, könnt ihr gerne fragen. Oder wenn ihr ein ganz anderes Buch, was wir jetzt gar nicht vorgestellt haben, toll fandet, dann erzählt euch uns doch einfach mal, wie es euch gefallen hat. Und welches das war. Ja. Wir haben ja da hinten auch noch welche stehen, aber wie gesagt, wir sind jetzt bei, was, 35 Minuten ja. Und irgendwann ist mal jetzt Schluss. Ist mal gut, ne? Wenn Teil 2 irgendwann folgen soll, dann machen wir das aber. Genau. Erstmal reicht das jetzt. Als Einstieg reicht das. Da ist jetzt für jeden so ein bisschen was dabei. Genau. Also viel Spaß mit Nora Roberts und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.